Buh. Avocado, Leute. Herzlich willkommen beim Avocado TV Halloween Special. Wie immer beleuchten meine Mitstreiter und ich Episoden aus der Clownswelt. Skurriles, Bizarres und diesmal auch was Halloweeniges erwartet euch in dieser Episode. Weil ich mich ja frage, warum es heutzutage, nämlich im besten Deutschland aller Zeiten, überhaupt notwendig ist zu betonen, dass es Halloween ist, um sich zu gruseln, braucht man doch nur die Nachrichten schauen oder aus dem Fenster. Fangen wir doch an mit einem Ereignis aus Berlin, wo wir unsere engagierte Bundespolizei bei der Arbeit beobachten können. Lasst das Ganze bitte einfach mal auf euch einwirken. Ihr könntet euch ja zusammentun und eure Angeln verbinden. Also ich zähle da 23 Polizisten, kann sein, dass ich mich täusche, die die Klimakleber dabei bewachen, wie sie die Straße blockieren, statt sie von jener Straße zu entfernen, wie es eigentlich ihre Aufgabe sein sollte. Und jetzt fragt euch mal, wie viel ein solcher Polizeieinsatz eigentlich kostet. Natürlich alles auf Rechnung des Steuerzahlers. Und jetzt fragt euch mal, wofür man jene Polizisten gerade in einer solchen Stadt wie Berlin vielleicht besser einsetzen könnte, als die Klebekinder zu bewachen, statt sie zu entfernen. Und jetzt fragt euch mal Folgendes, wieso kommt eigentlich niemand von diesen Polizisten auf die Idee, gegen diesen ganzen Irrsinn zu rebellieren? Muss da wirklich erst jemand eine Anordnung geben? Gibt es da wirklich niemanden, der etwas dagegen hat? Leute, also ich muss euch eins sagen, ich würde mir bei einer solchen Aktion relativ doof vorkommen. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich das, was man sich unter dem Berufsbild eines Polizisten vorstellt, wenn man vorhat, einer zu werden. Jop, betreutes Kleben mit der Berliner Polizei. Ich frage mich ja, was eigentlich passieren würde, wenn man jetzt ganz einfach zu einem der Beamten hingeht und fragt, was sie da eigentlich machen. Und ob es nicht eine bessere Idee wäre, ihrem eigentlichen Job nachzugehen und diese Kleber zu entfernen. Würde man dann gleich abgeführt werden, mit der Begründung, dass man eine Polizeiaktion stört? So, und jetzt, da diese Szene auf euch eingewirkt hat, machen wir mal einen kleinen zeitlichen und örtlichen Sprung und schauen, wie deutsche Polizisten mit denjenigen vorgehen, welche die unverzeihliche Ketzerei begehen, in aller Öffentlichkeit aus dem Grundgesetz vorzulesen. Die Wohnung ist unverletzlich! Artikel 36. Die in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Ja. Artikel 37. In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Ja, da bin ich aber froh, dass die Polizei ihre Bürger vor frei herumlaufenden Grundgesetzvorlesern bewahrt. Und das Ganze erinnert mich wieder einmal an dieses musikalische Machwerk, was die Berliner Polizei vor einigen Jahren in den Äther des Internet gesetzt hatte. KBNH, wir sind füreinander da. Und schon damals habe ich mir gedacht, das Ansehen der deutschen Polizei, das war doch früher einmal eigentlich ein ziemlich gutes. Naja, und in der heutigen Zeit, da sehen wir nun einmal Szenen wie diese. Apropos Szenen wie diese. Ich habe hier noch eine gefunden, die erstklassige Polizeiarbeit zeigt. Bin ich froh darüber, dass es doch jemanden gibt, der sich um unsere Klimakleber kümmert.
Mögen Sie auch gerne mit elektrischen Geräten arbeiten? Sind Sie ein umgänglicher Typ, der anderen gerne hilft? Schneiden Sie auch gerne Asphalt auf? Mögen Sie den Geruch von Klebstoff? Ich würde zu gerne mal wissen, was die Polizisten sich eigentlich denken, wenn sie das machen. Denn irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass festgeklebte Hände vom Straßenasphalt befreien. Das ist, was man sich unter dem Berufsbild eines Polizisten vorstellt, wenn man vorhat, Polizist zu werden. Und ich wüsste auch zu gerne, wie Historiker der Zukunft dieses Zeitalter, in dem wir heute leben, bezeichnen werden. Ich schätze mal, der Begriff Clownswelt hat sich ja schon ganz gut etabliert. Alternativ kämen für mich auch Zeitalter des Wahnsinns oder der Verrücktheit in Frage. Du musst dringend zur Krebsbehandlung in die Klinik. Wenn sie nicht wickelt, ist, bringen sie um. Trampel du. Die Klinik mache ich ganz hier. Sie muss im Krankenhaus. Ich mache. Du vorwickel oder ich bringe sie um. Du Trampel du. Scheiße, diese Trampe da! So, schleiß die weg! Und bring die um! So, aha! Rot, rot! Leute, stellt euch mal diese Situation vor. Ihr müsst dringend zu einem Arzttermin, da es um etwas Ernstes geht, ihr steht im Stau, es geht nicht weiter. Und ihr erfahrt, dass es daran liegt, dass Klebekinder mit Weltuntergangsfantasien und Angstpsychosen und viel zu viel Freizeit die Straße blockieren. Jetzt stellt euch mal vor, diese Aktivisten, in Anführungszeichen, schrecken nicht einmal davor zurück, einen Schwerkranken davon abzuhalten, seine dringend notwendige medizinische Behandlung zu erhalten. Was diese Klebekinder anscheinend nicht kapieren, ist, dass durch ihre Aktion, die ja von ihrer Seite aus betrachtet eigentlich dazu gedacht waren, Aufmerksamkeit zu erregen, ihr wisst schon, Visibility spreaden und Awareness raisen, wie man auf Neudeutsch sagt, das Ansehen von Umweltaktivisten weiter und weiter fällt. Ich meine, ich zum Beispiel war früher einmal jemand, der Umweltschutz für ein wichtiges und erstrebenswertes Ziel gehalten hätte. Doch heute ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich das Wort Umweltschutz höre, diese idiotischen Aktionen von Die letzte Generation und wie sie nicht alle heißen. Das erste Video, was ich gemacht habe, handelt übrigens auch von den Klebekindern. Und schon bei der Entstellung meines ersten Videos war mir klar, ich werde in Zukunft noch häufiger auf dieses bizarre Schauspiel treffen. Und was ich mir dabei immer so denke, ist ja, meine lieben Aktivisti, warum versucht ihr nicht einfach mal sowas wie die hier? Leute, die sich wirklich aufopfern, um wirklich eine positive Veränderung der Realität herbeizuführen. Davor hätte ich Respekt, aber nicht vor diesen Klebekids. Was meint ihr? Werden die in absehbarer Zukunft etwas wirklich Produktives veranstalten? Aber nein, dann müsste man sich ja anstrengen und man würde sich ja die Hände schmutzig machen. Und damit meine ich natürlich nicht nur mit Klebstoff. Und eine weitere Frage, die sich dabei für mich stellt: Wenn es sich hierbei um ein solch entscheidend wichtiges Thema handelt, warum reist man nicht an Orte der Welt, in denen Umweltverschmutzung ein viel größeres Problem ist? Warum reist man nicht nach China und klebt sich dort auf den Straßen fest? Ihr wisst schon, um ein Zeichen zu setzen und so. Komisch, auf einmal spielen Ländergrenzen dann doch wieder eine Rolle.